Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Distanz ihrer Partei zu den Grünen schwinden. Angesprochen auf das Thema wurde Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Dessen Partei ÖVP koaliert seit kurzem in Wien mit den Grünen. Dass wir sozusagen bestimmte Barrieren ja der Sprechfähigkeit abgebaut haben, das haben ja schon die Sondierungsgespräche mit den Grünen und den Liberalen nach der letzten Bundestagswahl gezeigt, wenn sie sich die Veränderung, sage ich mal, von 2013 auf die Gespräche 2017 anschauen, dann ist da mit den Grünen heute eine bessere Gesprächsfähigkeit. Aber wie die Wahlen ausgehen, da fließt noch ziemlich viel Wasser, hier die Spree oder die Havel oder wen auch runter. Kurz hatte in einem Interview mit der Welt am Sonntag den Eindruck erweckt, er empfehle seine konservativ-grüne Regierungskoalition als Vorbild auch für Deutschland. Bei der Pressekonferenz in Berlin zeigt er sich zurückhaltender, zieht aber für die ersten Regierungswochen ein positives Resümee. Wir haben, glaube ich, durch eine neue Form der Kompromissfindung es geschafft, dass diese Koalition überhaupt möglich ist. Die Grünen sind klar in der Themenführerschaft und in der Verantwortung, was Fragen des Klimawandels betrifft, aber auch Fragen der Transparenz in Österreich. Und wir als Volkspartei geben stärker die Linie vor in Bereichen des Wirtschaftsstandortes oder auch der Migrationsfrage. Die deutschen Grünen sehen indes in dem österreichischen Regierungsbündnis eher kein Modell.